Ich habe auf anivis.ch eine VR-Brille gekauft. Das Inserat hat sehr gut ausgesehen, einen guten Preis, aber nicht so gut, dass ich skeptisch werden musste. Ich habe mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen, er hat sehr gut Deutsch geredet, hat mir eine Schweizer Handynummer angegeben, habe dann auch ein UBS-Konto angegeben, um den Kaufbetrag zu überweisen. Insofern alles in Ordnung, kein Grund zum skeptisch werden, wo dann aber ein paar Tage später immer noch kein Produkt da war. Und ich probiert dann mit dem Verkäufer Kontakt aufzunehmen und der sich auch nicht mehr gemeldet hat, ist mir dann klar geworden, dass ich ja ziemlich sicher an einem Betrug aufgesessen bin. Der Schaden waren 340 Franken, die ich auf das UBS-Konto überwiesen habe. Und das UBS-Konto, ja, das hat zwar einer Person gehört, aber die ist von dem Betrüger, wenn ich dann im Nachhinein von der Polizei erfahren habe, vermutlich als Money Mule, sagt man dem, als Geldesel eingesetzt worden. Ich habe das aber vorher so nicht gekannt, das Phänomen. Es war schwierig, diesen Betrug zu erkennen, weil, wie gesagt, es hat eigentlich alles legitim ausgesehen. Ich hätte vielleicht nochmal skeptischer sein. Ich hätte vielleicht probieren, dieser Person auch anzuläuten und nicht nur zu schreiben mit ihr. Vielleicht hätte ich dann gemerkt, dass irgendetwas nicht ganz legitim ist. Und wenn ich ganz sicher hätte gehen wollen, hätte ich auf einer persönlichen Übergabe vom Produkt bestehen. Wenn man wirklich sicher gehen will, wenn man etwas im Internet kauft, sollte man auf einer persönlichen Übergabe bestehen. Es gibt noch andere Mittel, um herauszufinden, ob ein Inserat legitim ist oder nicht. Zum Beispiel kann man ein Foto vom Produkt zusammen mit einer Tageszeitung vom heutigen Tag verlangen. Das kann man zwar auch fälschen, aber das ist schon deutlich schwieriger. Und wenn man betrogen worden ist, auch unbedingt zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Wer ganz sicher will gehen, soll auf eine persönliche Übergabe bestehen. Wenn irgendetwas suspekt ist bei einem Inserat, soll ich besser die Finger davon lassen, wirklich vorsichtig sein, skeptisch sein. Und wer betrogen worden ist, soll unbedingt zur Polizei gehen und Anzeige erstatten.